beginnen mit dem Lied Nummer 280. Wir singen die erste Strophe. Singt dem König Freudensalmen, Völker ebnet seine Bahn. Zion streut in deine Palme, siehe ein König naht heran, der aus Davids Stamm geboren, Gottes Sohn von Ewigkeit, uns zum Heiland auserkoren, er sei hochgeweiht. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Liebe Schwestern und Brüder, schon zum zweiten Mal möchten wir beide, Pfarrer Volker und ich, Sie herzlich grüßen und Ihnen Mut und Hoffnung zusprechen. Wir stehen direkt vor Beginn der Karwoche. Am Sonntag feiern wir Palmsonntag und erinnern uns so an den Einzug Jesu in Jerusalem. Wir wollen Jesus Christus in unserem Herzen willkommen heißen und wir wollen seinen Weg der Demut und der Hingabe, den er da gezeigt hat, besonders gezeigt hat, mitgehen. Und so wollen wir jetzt diesem demütigen Jesus Christus, der sich hingibt, unsere Welt und unsere Sorgen vor allem anvertrauen. Lasst uns beten. Gott, du bist die Quelle des Lebens. Du schenkst uns Hoffnung und Trost in schweren Zeiten. Dankbar erinnern wir uns an deinen Sohn Jesus Christus, der viele Menschen in deinem Namen heilt und ihnen Gesundheit schenkt. Angesichts der weltweiten Verbreitung von Krankheit und Not bitten wir dich. Lass nicht zu, dass Unsicherheit und Angst uns lähmen. Sei uns nahe in der Kraft des Heiligen Geistes. Lass uns besonnen und verantwortungsvoll handeln und unseren Alltag gestalten. Schenke uns Gelassenheit und die Bereitschaft, einander zu helfen und beizustehen. Sei mit allen, die politische Verantwortung tragen. Sei mit allen, die gefährdete und kranke Menschen begleiten und sie medizinisch versorgen. Lass uns erfinderisch sein in der Sorge füreinander und schenke uns den Mut zu Solidarität und Achtsamkeit. Gott, steh uns bei in dieser Zeit. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir nehmen die Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte,
was durch den Propheten gesagt worden ist. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einer Esel und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eseln und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Wenden wir uns Gott zu mit allem, was uns heute Freude macht, aber gerade auch mit allem, was uns schwerfällt, was uns Angst macht, wo die Sorgen überhand nehmen. All das bringen wir mit dem Gebet vor Gott, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, unseren Vater, wollen wir jetzt um seinen Segen bitten. Für Sie alle, die Menschen in unseren Gemeinden, aber auch für alle Menschen, um die Sie sich Sorgen machen und die Ihnen besonders am Herzen liegen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und schenke euch seinen Frieden. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Grüßen wir zum Schluss die Gottesmutter, zu der wir besonders unsere Zuflucht nehmen wollen. Nummer 521, die vierte Strophe. Du hast uns